Piazza Icardi. Im zentralen Stadtteil waren die Marktaktivitäten auf der Piazza delle Erbe konzentriert und auf dem angrenzenden Platea Grani, der heutigen Piazza Icardi. Auf der Südseite grenzte sie mit der mittelalterlichen Loggia di Raimondo unterhalb der Fassade des Hauses Brunengo ab, die ein großes, aber heutzutage kaum erkennbares Wappenbild zeigte. In der Loggia, unterstützt durch massive Pfeiler aus Stein von Finale, werden der Tradition nach die Gewichte und Maße des Marquisats bewahrt. An der Ostfront der ungleichmäßigen Piazza Icardi befand sich das Institut der Frommen Schulen, das im Jahre 1757 durch ein Vermächtnis von Andrea Icardi zugunsten der Pieristen entstand. Nach seiner Abschaffung wurde das Internat ins Büro der Forderungsanmeldung und Hypotheken umgewandelt und im letzten Jahrhundert als Hotel bestimmt. Daneben, dank einer öffentlichen Unterzeichnung, wurde 1806 die Kapelle der Schule in das Theater Icardi verwandelt, ein kleines Juwel hinter einer unscheinbaren Fassade versteckt. Ausdruck des animierten sozialen und kulturellen Lebens in Finalborgo. Das älteste erhaltene Theater aus dem 19. Jahrhundert in Ligurien zeigt ein kleines Parkett in Form eines Hufeisens durch zwei Reihen Logen umgeben, die mit Säulen aus Mauerwerke unterteilt sind und durch eine obere Galerie mit hölzernen Säulen. Derzeit warten wir auf die Fertigstellung seiner Sanierung.